Hey Leute, heute stelle ich mal einen Nano-SIM-Karten-Cutter vor. Ich glaube, die meisten kennen es, wenn man sich ein neues Handy kauft und auf einmal die SIM-Karte passt nicht. Die ist einfach zu groß. War zumindest bei mir letztens der Fall. Deswegen habe ich jetzt vom Sponsor einen Nano-SIM-Cutter bekommen. Das bedeutet, egal ob es jetzt eine normale SIM-Karte oder eine. Oder eine Micro-SIM ist. Die kann man dann einfach damit verkleinern. Ihr seht jetzt auch im Hintergrund wahrscheinlich ein Video. Ich kommentiere das nach, kleiner Hinweis. Also, ja, ich weiß, was ihr seht, das habe ich schon aufgenommen, aber ich rede im Hintergrund. Und ja, auf jeden Fall, wenn man im Laden das machen will, also im Handyladen, einfach die SIM-Karte ausstanzen lassen, kostet es meist 5 Euro. Habe ich letztens auch gemacht, ne? Da hatte ich das jetzt halt noch nicht. Deswegen kann ich leider das auch schwer testen, weil ich keinen kenne, wo jetzt halt einen normalen hat, sondern die meisten haben alle Nano-SIM. Jetzt halt, wenn man eine SIM-Karte kauft, oft sind die auch schon dabei, ne? Aber ja, wenn man eine ältere hat, dann passt die auf jeden Fall. Und ja, da sind auch Adapters dabei. Also wenn man die dann gestanzt hat, kann man es einfach zu einer Micro- oder zu einer Standard-SIM wieder umwandeln. Und ja, das ist für alle SIM-Karten eigentlich geeignet. Und es ist egal, welches Handy man hat. Ob man jetzt ein iPhone, ein Android-Smartphone, was weiß ich, ein S2 gegen ein S8, ne? Man kann es dadurch einfach stanzen lassen. Und ja, und dann passt es auch in die neueren Handys rein. Und wenn man sich mal überlegt, entweder macht man das jetzt im Laden für 5 Euro oder man macht sich selber für 7,36 Euro. So viel kostet es auch in Amazon, ist natürlich unten flexen verlinkt. Und ja, also wegen den paar Euro mehr, dafür kann man das gleich öfters machen. Kann man auch für Freunde machen, Familie, die wo es halt brauchen, ne? Und ja, ich finde für 7,36 Euro geht es auf jeden Fall völlig klar. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal vorstellen. So, ihr seht natürlich jetzt auch wahrscheinlich ein paar Bilder. Jetzt habt ihr ein paar Videos gesehen, vielleicht jetzt noch ein paar Bilder. Mal schauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, das wäre es dann mit dem Video gewesen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und tschö, Leute.